Guten Abend, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. 5 Jahre Freiheitsstrafe für Jürgen Hippenstiel Imhausen. Kabinett billigte ein Abkommen der beiden deutschen Regierungen. Danach wird die Regelung am 1. Juli vorläufig und am 6. Juli nach der Verabschiedung durch den Bundesrat endgültig in Kraft treten. Wie Regierungssprecher Klein mitteilte, regelt das Abkommen auch die Zusammenarbeit der Polizei in beiden deutschen Staaten. DDR-Ministerpräsident de Maizière hat in London die britische Premierministerin Thatcher besucht. Damit schloss er die Reihe seiner Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ab. Bei der Unterredung warnte de Maizière davor, die Sowjetunion zu isolieren. Vielmehr müsse sie in ein europäisches Sicherheitssystem eingebunden werden. Koalition vorgestellt. In seiner ersten Regierungserklärung vor dem Landtag in Hannover kündigte Schröder vor allem einen Kurswechsel in der Umweltpolitik an. Dann beraten Umweltminister von mehr als 50 Staaten über rasche und wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Zerstörung der Erdatmosphäre. Vor 3 Jahren wurde in Montreal beschlossen, die Produktion der ozonzerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, bis zum Jahr 2000 zu halbieren. Inzwischen verlangen zahlreiche Staaten bereits früher, ganz auf FCKW zu verzichten. Die zweite wichtige Frage der Konferenz ist die Schaffung eines Hilfsfonds. Nationale Hilfsaktion in Iran. Die iranische Umweltbehörde erhöht auch Passivrauchen das Krebsrisiko. In dem Bericht heißt es, ein Zusammenhang zwischen dem Passivrauchen und Lungenkrebs sei zweifelsfrei nachgewiesen. Die Studie basiert auf Untersuchungen in 8 Ländern. Die Tabakindustrie bezeichnet die Studie als nicht wissenschaftlich. Sport tat zum Beispiel im Foulfall Völler, sagt Ihnen Sissi de Maas. Das Nachspiel zu Deutschland-Niederlande ist beendet. Rudi Völler ist für das WM-Viertelfinalspiel am Sonntag in Mailand gegen die CSFR gesperrt. Die Disziplinarkommission der FIFA bestätigte die rote Karte gegen Völler und auch die Verwarnung gegen Lothar Matthäus. Der Niederländer Frank Rijkaard wurde wegen Tätlichkeit für 3 Spiele gesperrt. Diese Strafe tritt frühestens bei der Qualifikation zur WM 94 in Kraft. B, 3, 4, 12, 16, 24, 44, Zusatzzahl 22. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und so war das Wetter. Im Osten und im Süden Deutschlands wurde es wieder heiß mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Am Nachmittag folgten in Teilen Südwestdeutschlands Hitzegewitter. Uwe West mit der Vorhersage. Zum Wetter. Im Heute-Journal um 21.45 Uhr Ausverkauf zu Schleuderpreisen, die DDR vor der Währungsunion. Opfer zweiter Klasse. Warum stockt die Hilfe für Iran? Und Großmutter wird 90. Geburtstagsparade für Queen Mom. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.